Wie können wir eigentlich ein schönes Rauschen erzeugen? Und zwar ohne externe Plugins, sondern einfach nur mit Photoshop. Ich will dir einen Rauschfilter oder beziehungsweise eine Möglichkeit zeigen, ein Rauschen zu erzeugen, die nicht so offensichtlich ist, dass man damit schöne Rauscheffekte erzeugen kann. Aber meiner Meinung nach funktionieren sie wesentlich besser als zum Beispiel der herkömmliche einfach nur Rauschen hinzufügen Filter. Okay, will ich dir jetzt zeigen. Viel Spaß. Und das Ganze schauen wir uns ja an diesem Beispiel an. Ich habe jetzt hier einmal dieses Bild und dieses Bild, ja, das hat einfach nur eine Lichttextur, die oben drüber liegt, um das Ganze nochmal ein bisschen anders zu präsentieren. Okay? Falls dich das interessiert, das sind wirklich einfach nur zwei Ebenen. Das ist hier einmal eine Lichttextur, die ich einmal erstellt habe. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung, falls dich das interessiert, falls du die haben möchtest, wie auch immer. Und dann ist hier eine Einstellungsebene oben drüber, die das Ganze nochmal etwas ja, unfarbiger macht, beziehungsweise einfach in eine andere Farbrichtung verschiebt. Na, ich habe hier einfach den Farbton auf 33 gesetzt und ein klein wenig die Sättigung reduziert. So, mehr steckt nicht dahinter. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ist das doch prädestiniert dafür, so zum Beispiel so ein kleines Rauschen draufzulegen, das vielleicht so ein bisschen analog wirken zu lassen. Weil, also ich persönlich mag den Look zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und dafür würde ich jetzt Folgendes machen. Erstens würde ich eine Gradationskurve erstellen und die Lichter vielleicht mal etwas abcutten. Ja, ein kleines bisschen die Lichter rausnehmen, dass das hier vorne nicht ganz so doll überstrahlt. So, und dann das mal noch in die Texturen mit rein. Zack. Und dann würde ich eine ja, neue Ebene anlegen und die würde ich mit Grau füllen. Also gehe ich mal auf Bearbeiten, Fläche füllen, 50% Grau und würde jetzt den Ebenenmodus auf weiches Licht setzen. Denn weiches Licht oder ineinander kopieren blenden in dem Fall beide 50%iges Grau aus. Also genau das, was wir jetzt hier erzeugt haben. Und jetzt brauchen wir einen Filter. Bevor wir jetzt allerdings einen Filter anwenden, wandeln wir das Ganze über Filter für Smart-Filter einmal um. Das hat einfach den Vorteil, dass egal welchen Filter wir jetzt hier anwenden, wir können ihn im Nachgang immer wieder korrigieren. Ja, wir können die Einstellungen anpassen und so weiter und so weiter. Und jetzt würde ich dir zwei Möglichkeiten zeigen, wie du recht schönes Rauschen erzeugen kannst. Zum einen, also was ich dir definitiv nicht empfehlen würde, ist auf Filter, Renderfilter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen. Auszuwählen. Da hast du die Möglichkeiten, das heißt, du kannst eine Stärke auswählen. Klar, wenn man jetzt hier mal ein bisschen ranzoomt, hast du auch ein kleines Rauschen, je nachdem, wie du das willst. Und das Einzige, was du wählen kannst, ist zwischen gleichmäßig oder gaussische Normalverteilung. So, und monochrom, ne, falls du jetzt kein Farbrauschen haben möchtest. Aber das war's. Das war's. Mehr kannst du hiermit nicht machen. Ich würde dir jetzt eine andere Möglichkeit empfehlen. Fangen wir einmal mit dem Kamera Raw Filter an. Das heißt, ich gehe auf Filter, Kamera Raw Filter, denn im Kamera Raw Filter haben wir die Möglichkeit, unter Effekte eine Körnung auszuwählen. Ja, also Effekte aufklappen und dann auf Körnung. Und Achtung, wir haben hier auf der rechten Seite noch einen Pfeil. Das heißt, wir können das Menü aufklappen. Und hier haben wir schon mal ein paar mehr Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel zoomen wir mal auf 100%. Wir können zum Beispiel eine Körnung reinbringen und können die Körnung noch in der Größe verändern. Und dann noch in der Unregelmäßigkeit. Wollen wir zum Beispiel ein recht unregelmäßiges Korn haben oder ein gleichmäßiges Korn? Ne? Also das spiegelt sich dann alles in diesen Rauschen wieder. So, je höher du mit der Körnung gehst, umso größer werden die Kontraste, das heißt dunkle Rauschpixel werden noch dunkler und helle werden noch heller und somit steigern wir ja letzten Endes Kontrast. Und das ist auch das, was wir im Bild am Ende sehen. Bestätigen wir das Ganze mal und dann sehen wir, dass wir hier ein Rauschen hinzugefügt haben. Und wie ich finde, wesentlich schöner als über den ganz normalen Filter. Ich werde jetzt hier zum Vergleich nochmal den Rauschfilter hinzufügen. So doll. Oder vielleicht mal 14 Punkt. Mal weiches Licht. So. Und dann machen wir mal Folgendes. Wir werden hier auf der linken Seite einmal
das anwenden. Hier machen wir den Camera Raw Filter. Schieben wir das mal nach rechts. Das wollen wir hier mal einen Unterschied sehen. Und ich finde, man sieht definitiv schon einen Unterschied. Ne? Hier haben wir ein recht scharfes Korn und hier auf der rechten Seite haben wir ein sehr großes, weiches Korn. So, jetzt aber noch die dritte Möglichkeit. Also legen wir uns wieder eine neue graue Ebene an und diesmal mache ich das mit der Alt-Taste. Das heißt, Alt-Taste gedrückt halten, hier unten auf das Plus klicken und jetzt wandeln oder setzen wir sofort den Ebenenmodus auf weiches Licht. Machen wir das nämlich, haben wir die Möglichkeit, hier auf diese Checkbox zuzugreifen, die uns im Modus weiches Licht unsere Ebene gleich mit 50% grau füllt. Super Sache, sparen wir uns 2 Klicks, also einmal bestätigt. Das hat super funktioniert. Wir haben zumindest, ja gut, ich hätte natürlich auch den Haken wirklich setzen sollen und nicht nur einfach mit meinem Tool, womit ich halt malen kann, das Kreuz malen. Also, weiches Licht, Checkbox setzen, okay, und zack, haben wir eine graue Ebene. Super Sache. Filter für Smart Filter konvertieren. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen auf Filter, Weichzeichnungsgalerie und wählen uns zum Beispiel die Feldweichzeichnung aus. Machen wir das Ganze mal. Haben wir das getan, können wir jetzt hier oben über die Feldweichzeichnung unser Bild weichzeichnen. In dem Fall haben wir ja nur eine graue Ebene. Das heißt, da ist ja nichts drauf. Das heißt, das können wir auch nicht weichzeichnen. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen umdenken. Denn wir haben hier im unteren Bereich Effekte, Bewegungseffekte und Rauschen. Das Rauschen ist für uns sehr interessant, denn hier können wir in diesem Dropdown-Menü eine Körnung auswählen. Und mit der Körnung haben wir Zugriff auf diese Parameter, das heißt Stärke, Größe, Rauheit. Das ist eigentlich genau das, was wir im Kamera-Raw-Filter hatten, aber zum Beispiel auch Farbe und Lichter. Das heißt, wir können hier sogar noch einen Schritt weitergehen bei der Rauscherzeugung. Super Sache. Du kannst hier natürlich auch wieder über Gauss und gleichmäßig auswählen, dann verlierst du allerdings die Möglichkeit, hier noch ein bisschen tiefer das Ganze konfigurieren zu können. Also gehen wir mal auf die Körnung und sagen, okay, wir möchten etwas Stärke hinzugeben. Das Fiese daran ist, man könnte ja meinen, okay, es bezieht sich jetzt auf die graue Ebene, diese Feldweichzeichnung, die will ich aber gar nicht drin haben, ich will ja nur das Rauschen haben. Also setze ich das auf 0. Und das ist ein Fehlgedanke, weil wir mindestens 1 bis 2 Pixel Weichzeichnung brauchen, um den Effekt vom Rauschen überhaupt sehen zu können. Das heißt, wenn du gar keine Weichzeichnung ins Spiel bringst, kriegst du auch kein Rauschen. Ist ein bisschen komisch, ist eine komische Kombi, aber so funktioniert das hier in dem Fall. Also, ich nehme mal eine Weichzeichnung von zum Beispiel 15 Pixel, möchte eine recht große Stärke haben und zum Beispiel eine sehr hohe Rauheit, ich kann auch ganz weich machen, ne? Dann wird das sehr gleichmäßig quasi, aber ich möchte ein recht raues Schärfen haben und die Größe kann ich auch entsprechend anpassen und wir sehen schon, das ist was ganz, ganz anderes, eine ganz andere Möglichkeit mit Rauschen zu arbeiten. Ich bestätige das mal. Zoomen wir mal rein. Jetzt können wir uns hier wieder unsere Maske nehmen und jetzt schieben wir das auch nochmal rüber. Und wir sehen schon einen Riesenunterschied. Ne? Das letzte ist viel, viel grober, viel größer, viel präsenter als das Ganze in der Mitte. So, in der Mitte, da haben wir den Camera Raw Filter angewendet. Hier ganz links, das ist der herkömmliche Rauschenfilter. Und hier ganz rechts sehen wir halt die Weichzeichnergalerie, die ich dir sehr empfehlen würde. Ich mag damit sehr gerne arbeiten. Und wenn ich das jetzt mal das komplette Bild lege, dann finde ich, hat das schon seinen ganz eigenen Stil. Finde ich richtig, richtig gut. Jetzt könnte man natürlich anfangen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt, wenn ich das wirklich ein bisschen analoge haben möchte, die Lichter noch ein bisschen beschneiden und die Tiefen. Und vielleicht möchte ich hier im Rotkanal die Lichter ein bisschen zyan färben und die Tiefen etwas rot. Und zack, habe ich mit 2 Ebenen einen ganz anderen oder eine ganz andere Aussage geschaffen. Ja, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ich wollte eigentlich nur zeigen, 3 unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Rauschen ins Bild bringen kann. Und ganz besonders wollte ich dir die Weichzeichnergalerie zeigen.
Ja, das ist nämlich eine richtig tolle Sache und diesen Reiter, diesen Tab, den kennen viele nicht, dass wir darüber sehr schönes Rauschen erzeugen können, weil wir hier sehr viel Kontrolle tatsächlich über unser Bild haben. Ist eine richtig tolle Sache, schau es dir auf jeden Fall gerne mal an. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du zukünftig nichts mehr. Und wenn du der Meinung bist, das sollten andere auch sehen, dann teile gerne meine Videos. Da wäre ich dir sehr dankbar dafür, wenn andere Menschen auch darauf aufmerksam werden. Okay? In diesem Sinne, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.